Und glaube ich, erst durch die Kraft der Gemeinschaft können wir große Krisen rocken. Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhardt und dieser Podcast ist mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Hallo Seelenfamilie, ich wünsche dir einen ganz bezaubernden Tag. Und bevor ich jetzt gleich in den Flieger steige nach Griechenland, möchte ich diese Podcast-Folge noch für dich hochladen. Und dafür habe ich einen kleinen Ausflug nach New York gemacht, zur wundervollen Victoria. Und wir sprechen ganz, ganz viel über das Thema Gemeinschaft, wie wichtig sie ist, wie sieht gesunde Gemeinschaft aus, was können wir tun und so weiter und so fort. Und ich finde das ein ganz spannendes, ein ganz interessantes Interview und hoffe sehr, du kannst einiges mitnehmen. Und falls du selbst auch Lust hast auf Reisen, es geht im November nach Schlangenbad, ist nicht weit von mir, zum Rebirthing Retreat und daran kannst du super gerne teilnehmen. Es geht Ende November mit einer ganz wundervollen Gruppe nach Island. Ich habe gerade vor ein paar Tagen die Flüge gebucht und da wird es das Manifest Your Dreams Island Retreat geben. Ein ganz, ganz tolles Retreat, was von Reykjavik immer wieder auch Ausflüge machen wird. Das Retreat macht Ausflüge, das hört sich auch super an. Und dann geht es zum Neujahrsretreat weiter. Das ist im Bayerischen Wald Anfang Januar. Und dann gibt es, da-da-da-da, meine große Liebe, Südafrika. Vom 10. bis zum 20. Februar geht es nach Südafrika und du kannst dabei sein. I'm in love with Kapstadt, Cape Town. Und ja, ich bin schon Feuer und Flamme, wenn ich nur daran denke. Und noch ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, die Rauhnächte stehen an. Gar nicht mehr so lange, dann starten die Rauhnächte, die ich begleite live, ganze 14 Tage. Und auch da kannst du gerne mal vorbeischauen. Und zu guter Letzt, es gibt neue Kundalini-Klassen im November. Check it out. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit der wundervollen Victoria Hess und mir. Liebe Victoria, herzlich willkommen zum Heiter bis Sonic Podcast. Ich versuche jetzt ernst zu bleiben. Wir haben schon ganz viel Spaß. Ich freue mich riesig, dass du zum zweiten Mal jetzt zugesagt hast. Wir haben schon vor, ich glaube, über einem Jahr miteinander gesprochen zum Thema erwachte Weiblichkeit in Führungspositionen. Und letzte Woche haben wir uns ausgetauscht und dann kam spontan der Impuls, hey, lass uns einen Podcast, oder vielleicht ist es auch zwei Wochen her, zum Thema Gemeinschaft machen. Und schwupp, jetzt bist du da. Ganz, ganz herzlich willkommen und danke dir für die Zusage. Ja, hallo Nadine. Ja, ich freue mich sehr, heute wieder in deinem Podcast zu sein und über das Thema Gemeinschaft mit dir zu reden. Ja, erzähl doch mal direkt, warum ist dir das Thema Gemeinschaft so wichtig? Ja, weil Gemeinschaft für mich ist das Schönste, was es gibt. Also ich habe in verschiedenen Kulturen gelebt und jetzt lebe ich in Amerika. Und als ich zum Beispiel in Lateinamerika gelebt habe, da ist man nie alleine gewesen. Das war immer schön, man hat sich gegenseitig unterstützt, man teilt, man achtet aufeinander. Und es war einfach, ja, das Herz war offen, das war sehr nährend. Und zum Beispiel, jetzt bin ich hier in den USA und da ist es genau das Gegenteil. Also die Menschen sind sehr verschlossen, sie leben hinter einer Fassade. Und ich sehe ja, das nimmt einen Freude im Leben und auch den Sinn des Lebens. Also deswegen ist Gemeinschaft auch in Unternehmen, Organisationen, da wo ich zu Hause bin, sehr wichtig. Also wenn Mitarbeiter die Werte, die sie gerne leben möchten, einfach auch in dem Unternehmen wiederfinden, wie wichtig das ist und wie motiviert sie dadurch sind. Und das macht eine Freude. Und dann ist das Geben und Nehmen und es ist einfach ein schönes Miteinandersein. Da schwinge ich schon direkt mit. Sag doch mal, warum glaubst du, brauchen wir Gemeinschaften? Ja, Gemeinschaften sind überlebensnotwendig und es sind ein seelisch-soziales Grundbedürfnis. Also wenn wir schon geboren werden, brauchen wir Gemeinschaft. Mhm. Wir brauchen ja auch Schutz, wir müssen genährt werden und wir brauchen auch Liebe. Also Gemeinschaft ist ja nicht nur, also Reziprozität, ich gebe dir, ich bekomme zurück, sondern ist ja auch, das kommt vom Herzen. Und man hat ja Studien, haben sie ja gezeigt, das ist eine alte Studie, dass wenn Kinder, die geboren sind, nur ernährt werden, aber keine Liebe oder Zugang zur Gemeinschaft haben, dass die sterben. Und auch hier sehe ich Menschen, die, sage ich mal,
Beispiel homosexuell sind, die von ihrer Familie sozusagen rausgeschmissen werden, von Freunden, wie die zu kämpfen haben, wie die ums Überleben kämpfen und dass es ihnen die Freude am Leben genommen hat. Deswegen, Gemeinschaften hat viele Herausforderungen, weil auf der einen Seite wollen wir natürlich unsere Individualität leben, unser Bedürfnis nach Autonomie und dann möchten wir auch gerne wiederum zugehörig sein. Also wir wollen uns ja in der Individualität gesehen sein. Und da ist es wichtig, dass wir immer wieder die Balance finden, die in diesem Mittelweg zu leben und gegenseitig uns anerkennen und zu teilen. Da fällt mir so ein afrikanisches Sprichwort ein, das da heißt, um ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Ja. Und ja, das finde ich auch so schön passend, ja, weil wir leben ja mittlerweile alle in unserer, jeder hat eine eigene Wohnung, jeder hat ein eigenes Auto, ja, sehr in diesem ganz, ja, in dem Individualismus und sehnt es aber sehr stark nach Gemeinschaft und nach einem Miteinander, ne? Und was würdest du sagen, wie formen sich Gemeinschaften und welche Formen der Gemeinschaft gibt es in deinen Augen? Also Gemeinschaften formen sich nach dem Prinzip der Resonanz. Du wirst mich wahrscheinlich fragen, was das ist. Ja, also dass wir uns Du weißt wiederfinden auf schon. dem gleichen Energielevel. Also wir haben ja, jeder schwingt ja in seinem eigenen Energie und hat ein gewisses Vorstellung, gewisse Werte und die eben, die gehen in Resonanz mit anderen Menschen und dadurch können wir uns formen und wir verfolgen auch einen Zweck. Das heißt, was ist denn das höhere Ziel? Und welche Werte leben wir in einer Gemeinschaft? Also ich glaube, den Wert wirst du noch später viel von mir hören, weil der Wert ist ja wie unser Kompass im Leben. Nach Werten leben wir und unsere Motivation hängt ja von dem Wert ab. Also mein Lieblingsformel ist, Motivation ist gleich Wert mal Erreichbarkeit. Also zum Beispiel, wenn ich mal Menschen frage, was ist denn dein Wert, zur Arbeit zu gehen? Dann sagt er, oh, ich trinke total gern Kaffee mit dem Kollegen oder ich habe gern Freiheit. Und dann schaue ich, okay, ist der Wert erreichbar? Also ist der 1 oder 10? Dann sagt er, ja, der ist 3. Na gut, dann ist die Motivation gleich 3, also recht niedrig. Also wir müssen dem bewusst machen, in den Gemeinschaften, in denen wir leben, ob die Werte, die wir selbst in uns tragen, auch gelebt werden können. Dann können wir sehen, ob wir glücklich oder unglücklich sind in der Gemeinschaft. Und es gibt zum Beispiel, zu deiner anderen Frage, Interessensgemeinschaften. Die werden eben geformt durch eine gewisse, eine, was soll ich sagen, ein Interesse, das wir verfolgen und wo eine gemeinsame Vision da ist. Und es gibt die Zwecksgemeinschaften, also die mehr jetzt in der Arbeit, aber da ist es ja auch ein bisschen Resonanzprinzip. Oder zum Beispiel, wie man am Staat arbeitet, in der Familie, das können wir nicht sehr beeinflussen, also vielleicht auf einer höheren Ebene, aber zumindest in den Interessensgemeinschaften haben wir viel Entwicklungsraum und können da sehr viel selbst kreativ werden. Und mit dem Zweck, da meinst du auch einen gemeinsamen Zweck wahrscheinlich, also einen gemeinsamen Zweck, wo sich eine Gemeinschaft dann bildet auch, ne? Absolut, ja. Jede Gemeinschaft verfolgt ja einen Zweck. Was kannst du zu radikalen Gemeinschaften sagen? Ja, da bin ich hier in dem Land der radikalen Gemeinschaften, aber ich glaube nicht nur hier. Und zwar ein Beispiel. Ich habe mein Nachbar, als ich im Süden gewohnt habe, der war ein Tee-Anhänger. Und Was heißt denn dein Teeanhänger? Hat der Tee gemocht oder was? Also nein, Tee nein. zum Trinken oder wie? Das C-Wort, das benimmt man nicht mehr in den Mund, also ein Trump-Anhänger. Und war sehr, also in seiner Sichtweise sehr radikal. Und wir haben uns brutal gestritten, obwohl ich mich super mit dem verstanden habe, also mit der Harley gefahren und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, also ihn versuchen zu überzeugen, das bringt nichts, weil er hat ja einen Grund, warum er ein Anhänger ist. Und erst im Gespräch, also wirklich im öffentlichen Gespräch, wo ich ihn anerkannt habe für das, was er macht. Und auch zu fragen, warum machst du das denn? Und was ist dir denn wichtig dabei? Ist mir klar geworden, dass er Zugehörigkeit sucht. Und weil er selbst sehr einsam ist. Also viele Menschen, die sich radikalen Gruppen anpassen oder sie, wie sagt man, Anschließen. joinen, anschließen, Ja, ja. anschließen. Die kommen aus einem Mangel heraus. Also die sind einsam, die sind unzufrieden und dann wird ein Opfer gesucht. Und auf dem kann man dann reiten. Dann hat man ja auch einen Zweck, sozusagen. Und das ist aber sehr gefährlich, weil das ist ja auf niedrig schwingenden Energie und es geht auf Kosten von einem Opfer. Okay.
Und als du ihn mit anderen Augen gesehen hast, was hat sich dann auch verändert zwischen euch? Also wir haben uns beide mehr respektiert. Wir sind beide vorsichtiger mit dem Thema umgegangen. Und ich glaube, ich konnte vielleicht, also ich habe ihn besser verstanden und verstehe jetzt auch mehr, dass radikale Gruppen ja einen Grund haben und bin nicht mehr so bewertend und abwertend gegenüber. Also es war mehr für mich ein wichtiger Erkenntnisprozess. Also es ist wichtig, mit dem Individuellen zu sprechen und nicht alle über einen Kamm zu scheren. Ja, das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, denn so oft schieben wir ja Menschen in Schubladen. Das erlebe ich ja immer wieder. Auf der einen Seite ist es hilfreich, beispielsweise im Therapeutischen zum Beispiel, da kommt ja ganz oft so, ah, der diese Schublade, okay, da das, da das. Aber da passiert es ja dann doch auch schnell, dass wir ne, in die Identifikation gehen. Also du bist Narzisst, ja, und dann kommt man da gar nicht mehr raus, weil man die in dieser Identifikation feststeckt. Und das ist ja auch da sehr ähnlich, ne, wenn du Menschen einfach in diese Schublade steckst, weil ja, dann, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Das ist Ja, jetzt aber sehr das ist, kritisch. Woraus, ja, aber wo da wollte kann ich ich hin? nochmal Ja, aufgreifen. greif das auf, sehr gerne. Genau, und das ist das. Gemeinschaften können nur gelebt werden oder in eine gesunde Gemeinschaft kann gelebt werden, indem wir uns gegenseitig anerkennen, indem wir wirklich lernen zuzuhören und zwar richtig zuzuhören. Was ist denn die Motivation des anderen? Und was ist die Angst des anderen? Weil erst dann verstehe ich ja den anderen. Und ein Beispiel ist, das C-Wort, das was jetzt, wo wir durch diese Krise gegangen sind, die Kommunikation, die ging nur über Schuldzuweisung. Anstatt uns zuzuhören, der eine hat Angst vor der Spritze und der andere hat Angst, nicht diese Spritze zu bekommen, weil er sich Schutz wünscht. Also wir haben beide Ängste gehabt. Und wenn wir uns aber getroffen hätten und geschaut hätten, also was können wir denn tun, dass wir uns gegenseitig unterstützen und auch ein Stück Individualität zurücknehmen? Weil jeder will ja hardcore genauso sein Leben weiterleben. Hätte da zum Beispiel einer mal eine Maske angezogen und gesagt, ja, dafür bleibst du vielleicht mal zu Hause und erwartest nicht, dass alle jetzt Masken tragen müssen. Also man hätte viel, viel erreichen können in der Gemeinsamkeit, wenn man sich zuhört und nicht die Schuld zuweist. Oh Ich glaube, das ja. ist das Wesentliche von Gemeinschaft. Und weil wir wollen ja alle eigentlich in Harmonie schwingen. Und Gemeinschaften funktionieren ganz gut, solange es kein Problem gibt. Aber sobald es ein Problem gibt, und ja, gut, dann eskaliert es. Und dann ist es wichtig, dass wir krisenfest sind und Konfliktmanagement sozusagen betreiben. Das passt gut zur nächsten Frage. Was sind denn so die Herausforderungen, um Gemeinschaft leben zu können? Also, das ist ein Stück Individualität abzugeben. So. Das wird dem einen oder anderen schon mal schwer fallen, glaube ich. Ja gut, aber wenn wir sehen, die Gemeinschaft Mutter Erde, da ist es wichtig, dass wir auch mal sagen, was kann ich denn abgeben? Also muss ich jetzt alles online bestellen oder muss ich den Plastik kaufen oder muss ich ein neues iPhone kaufen? Also da könnte ich, glaube ich, ein Stück Gemeinschaft leben, indem ich mich zurücknehme und auch Ressourcen, die gehören ja eigentlich allen Menschen. Also warum darf einer die Ressource haben, der andere nicht? Oh ja. Und ja, eine andere Herausforderung ist die Angst. Viele Menschen haben Angst vor Gemeinschaft, weil sie eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Die haben Angst, unterzugehen in der Gemeinschaft, also ihre Individualität zu verlieren, wonach sie ja so streben. Und das kommt viel aus dem Mangelgedanken heraus, weil also wenn ich jetzt nochmal ganz zurückgehe auf unser Bildungssystem, das ist ja sehr leistungsorientiert und patriarchalisch. Also da geht es um Leistung, da geht es um Kontrolle über die Noten und immer nur, was wir nicht können. Da wird der Selbstwert sehr stark geschwächt und nicht das Potenzial des Einzelnen. Also kämpfen wir eigentlich in unserem Leben um Anerkennung, aus einer Verletzung heraus. Also ich bin auch durch die Hölle gegangen in der Schule. Das war für mich das Gruselkabinett, also ich habe geschwitzt, ich habe Ängste gehabt und habe immer wieder Glaubenssätze gehabt, ich bin wertlos, ich bin dumm, ich kann es nicht. Und dadurch habe ich versucht, Anerkennung im Außen zu gewinnen, über Leistung, 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 konkurrieren, wollte immer die Beste sein, bin dabei aber leer gelaufen, weil es aus dem Mangel herausgekommen ist. Und da ist es wichtig, dass wir
also viel mehr in unserem Potenzial arbeiten, also auch schon in der Schule. In was bist du denn gut? Was kannst du denn? Weil jeder kann ja was geben. Jeder Mensch, selbst die Kassiererin, sage ich mal, an der Edeka, wenn die uns ein Smiley schenkt morgens, wenn wir einen Kaffee kaufen, ist das nicht wunderschön? Sie bringt auch was mit. Oder ein Behinderter, der hat in seiner Energie, der kann ja völlig in der Liebe sein. Also, und ich Viel glaube, das mehr Wichtigste, sogar meistens. ja, und nicht auszusortieren, also dass wir weg, also nicht weg von, aber dass wir auch mehr die Feminine, also weg von den patriarchalischen Systemen, mehr hin zu matriarchalischen Systemen, wo die weibliche Kraft anerkannt wird. Okay. Und was würdest du sagen, wie sieht eine gesunde Gemeinschaft aus? Eine gesunde Gemeinschaft tut sich gegenseitig anerkennen. Es hat eine große, wie sage ich, Diversität. Also da ist alles erlaubt. Da kann jeder, da sage ich mal, da wird man nicht ausgegrenzt. Und es ist dieses Zuhören, dieses immer wieder Nachfragen, was ist dir wichtig, aber was ist mir wichtig? Welchen Wert möchte ich leben? Also da ist es wichtig, um seinen eigenen Wert erstmal zu kennen und was man bereit ist, welchen Wert in die Gemeinschaft man eingeben kann. Und dann wiederum ja, das Gemeinsame zu verfolgen und aus der Liebe heraus. Hast du ein Beispiel dafür? Zum Beispiel jetzt in der Energiekrise. Ich glaube, da können wir alle lernen, uns gegenseitig zuzuhören. Und wenn jemand zum Beispiel gerne seinen Whirlpool anlässt, weil es ihm wichtig ist, weil er sonst nicht in Urlaub fliegt, dann darf man jetzt nicht sagen, ja, das darfst du nicht, weil man muss ja alles mit dem Impuls ausmachen. Der kann aber dafür was anderes aufgeben und sagen, ja, ich bin auch nachhaltig, ich heiz zum Beispiel weniger, ich gehe dafür nicht in den Urlaub. Also, dass wir da wieder das Gespräch suchen und auch die Angst vom anderen und das Bedürfnis verstehen. Und ich glaube, da können wir viel, viel besser durch eine Krise navigieren. Ah, das ist ein schönes Beispiel. Und da geht es ja auch nicht um kompletten Verzicht, sondern wirklich auch darum, achtsamer mit Ressourcen umzugehen. Und das, was wir die vielen letzten Jahre gelebt haben, also ich rede jetzt von dem Bereich hier, wir im Westen, ja, sehr viel Verschwendung, ja. Also wir sind verschwenderisch mit den Ressourcen umgegangen. Und jetzt braucht es eben eine Veränderung dahin, mal hineinzuspüren, was brauche ich denn wirklich, ja? Was von all dem brauche ich wirklich? Oder was ich noch geglaubt habe zu brauchen, da mal hineinzuspüren, ist es denn wirklich noch so? Und Ja, ja. gerade in Bezug auf die Umwelt. Also wenn wir jetzt darüber reden, brauche ich das neueste iPhone? Das kommt ja aus dem Kapitalismus, aus der Konsumgesellschaft. Immer wieder neu kaufen, 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 kaufen. Und dass wir da mal raus, dass wir uns den Wert einfach überdenken. Für welche Werte leben wir? Wollen wir wirklich für diese kapitalistische Werte wie Geld und, sage ich mal, Status weiterleben? Oder gibt es da noch was anderes, das uns nährt? Absolut. Und ich meine, der Fokus ist ja immer noch sehr, sehr stark auf dem Geld. Und es identifizieren sich ja so viele auch mit dem Thema Geld. Also mein Wert ist abhängig von dem, wie viel ich verdiene. Und das ist natürlich fatal. Und ich glaube, eine Gemeinschaft kann sich erst gesund aufbauen, wenn wir aber wirklich aus diesem ganzen Mangelbewusstsein aussteigen und einmal wieder erkennen, wer bin ich denn wirklich und was habe ich mitzubringen und so weiter. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, den ich sehe, weil so vieles aus dem Mangel heraus geschieht. Und deswegen ist ja auch so viel Gier auf der, gerade in der westlichen Welt. Nicht überall, aber sehr viel in der westlichen Welt. Und Gier, so nehme ich das wahr, führt oft immer wieder auch zur Trennung. Weil dann ist ja dieser Egoismus da in diesem, was brauche ich jetzt ganz dringend und die anderen sind mir egal. Ja, Gier ist reiner Mangel. Also wer gierig ist, der nährt, der glaubt ja, dass er ein Mangel ist. Und der wird aber nie die Fülle spüren. Ja, Es egal wie ist viel gar nicht, Geld du egal wie viel hast. Geld er hat, er wird es Ja. nie diese Fülle spüren können. Also das ist ja das Schöne eigentlich. Absolut, ja. Und wenn du dich in der Fülle fühlst, dann kannst du auch geben. Und dann kannst du auch wenig Geld haben oder in einer kleinen Wohnung leben und doch kannst du geben. Und weil du bist ja gefüllt. Und wir sprechen so oft von Fülle. Ich habe gerade nämlich den Podcast vor ein paar Tagen, diese Unterschrift, habe ich einmal umgeändert, von Fülle auf Erfüllung. Weil das trägt nochmal eine ganz andere Energie. Also diese innerliche Erfüllung zu haben, dann bin ich auch immer bereit zu geben, weil es fließt ja nach. Ja? Ich Ja, gehe ich ja habe nicht das. leer damit. Oder ich laufe nicht, vorhin hast du gesagt, ich laufe leer, ne? Ich laufe nicht leer damit. Ja.
Also ich habe ja in Panama gelebt und ich bin, weil ich ja am Anfang niemanden kannte, bin ich dann ich habe in der Altstadt gelebt, Weltkulturerbe. Und da war sehr viele Straßenjungs noch. Also die haben in diesen Halbruinen noch gelebt. Und dann habe ich gesagt, ach, ich setze mich jetzt einfach mal in die Straßenecke mit einem Kasten Bier und schau mal, was passiert. Und ja, und dann waren die ganzen Straßenjungs da. Und das war so, so schön. Weil das war einfach, die haben nicht gefragt, was du hast. Und dann habe ich mal einen Straßenjungen, den habe ich so ein bisschen in meine Obhut genommen. Warte Irgendwann mal, habe wie ich es. alt waren die denn? Ja, sorry, ja, die waren halt, die werden so genannt, also die waren schon so Okay, zwischen alles klar. 20 und 40, aber die sind halt Nicht, so dass die du da Straßen. die 8-Jährigen abgeführt hast. Nein, nein. Okay. Und dann habe ich einen ein bisschen in meine Obhut genommen und dann sage ich zu ihm irgendwann, und ich war total so Manager, ich kam nach Hause total gestresst und viel Geld, also weißt, es war alles perfekt, ja, das Expat-Leben. Und ich war total einfach leer innen drin. Und dann sage ich aber trotzdem zu ihm noch, Andi, wenn du magst, ich kann dir einen Job in der Pizzeria besorgen, weil dann kriegst du auch eine Grundversicherung für deine Gesundheit. Dann guckt er mich an und er hat mich immer Madre Mutter genannt, sagt er, bist du verrückt? Dann sagt er, guck dir mal das Auto an, das da hinten steht. Wenn ich sterbe, das kann ich nicht mitnehmen. Er sagt, warum soll ich denn dafür arbeiten? Er sagt, mir geht's doch gut. Ich sage, ich habe doch, was ich brauche. Also ich habe meine Freunde, ich hab zu essen, der parkt Autos und nimmt da einen Dollar. Also das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Und er war völlig in der Fülle gestanden. In der Wow. Einfachheit. Ja, und ich nehme auch oft wahr, dass gerade an den Orten, wo überhaupt kein oder kaum Geld da ist und wirklich wenig da ist, dass so viel mehr Lebensfreude da ist, weil die haben eben keine Angst, etwas zu verlieren, ja. Wir hier im Westen, wir sind im absoluten Überfluss, Informationsüberfluss, Überfluss an Konsum, ja. Und da ist so eine große Angst bei vielen, das zu verlieren. Dabei haben wir viel zu viel, ja. Und deswegen ist es voll die schöne Geschichte. I like. Ja, wir erkennen uns, also vielleicht kann ich was aus den USA berichten. Ja, gerne. USA wird jetzt so ungefähr 250 Jahre ich und die sind ja aus einem Leistungsgedanken herausgegründet worden. Also es sind ja Aussiedler gewesen, die vertrieben worden sind, die haben das Land aufgebaut, Wilder Westen und haben wirklich Leistung und im patriarchalischen System alles aufgebaut. Die Schwächeren wurden aussortiert. So, und der Dollar ist so der Wert hier, der gelebt wird. Überall. Ich kann nicht mal jemandem eine Frage stellen und dann schon, ja, ich beantworte die, aber du zahlst erst. Und also Dollar, 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 Dollar. Und die Menschen haben sich dadurch natürlich den Wohlstand also erlaubt und haben sich aber dadurch wie hinter eine Fassade versteckt. Das heißt, man sieht den Menschen nicht mehr, nur noch die Fassade, diesen Wohlstand, das große Haus, das Auto, das alles, was sie haben. Die sind aber innen drin so leer, so traurig. Und jetzt ist es noch weiter dazu gekommen, dass klar, also der Mensch wurde immer mehr zum Schräubchen in diesem ganzen kapitalistischen System und die Menschen sind wie ausgebrannt. Das ist eine Sinnverlusterkrankung, nenne ich das, weil die sehen keinen Sinn mehr in den Dingen, die sie tun. Sie sind nur noch ein Schräubchen. Und jetzt ist der neueste Trend im Moment, dieses Silent Quitting. Das Was heißt, heißt das denn? ja, das ist auch nach Deutschland schon übergeschwappt. Das ist dieses diese leise Kündigung. Das heißt, man sagt nichts, man bleibt im Unternehmen, aber man ist einfach auch nicht mehr motiviert. Man geht keine, you don't walk the extra mile. Also du machst keinen extra Schritt mehr, keinen Stift mehr nach 5 Uhr, ist fertig. Weil die Menschen keine Anerkennung mehr bekommen. Die fühlen sich absolut leer. Und das ist gerade, man sagt, also eine Studie, 52% handeln schon danach. Und auch die Produktivität ist, glaube ich, nach den letzten Zahlen 4,2% runtergegangen. Also man sieht, der Effekt, ja, in der Wirtschaft, was das bringt, wenn man zu sehr auf nur einen Wert sich reduziert und ihn ausreitet und dabei die Gemeinschaft aus den Augen verliert. Also du meinst den Wert des Geldes, ne? Also Genau. Und wirklich da ist nicht mehr als Tauschmittel zu sehen, sondern ist absolut überbewertet, ne? ja, als sich identifizieren darüber und wie leer die Menschen geworden sind. Sieht man ja auch in den psychischen Erkrankungen hier. Also letztes Mal wurde ich Absolut. gefragt, auf was ich denn eigentlich nehme. Also ob ich Drogen nehme, Okay. Antidepressiva, Alkohol. Sage ich, du, ich meditiere einfach nur. Das ist auch eine krasse Frage. Okay. Ja. Wow.
Und was glaubst du, wo kommt dieses ganze Mangelbewusstsein her? Ich glaube mit, das kommt aus der Leistungsgesellschaft und aus unserem patriarchalen System. Also es geht ja immer um Gewinn, schneller, höher, breiter. Und so werden wir schon, sage ich mal, wie so Cupcakes geformt in der Schule. Und es wird nicht mehr unser Potenzial erkannt. Also das, was jeder mitbringt. Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder kann was. Und es wird nur noch gez und das wird nicht mehr entwickelt. Und dadurch, wenn wir uns nicht wissen, was wir wirklich können und wo unsere Kraft drin liegt, können wir auch nicht richtig geben und den Rückfluss dafür erfahren. Also bleiben wir in der Verletzung, in diesem, klar, weil wir gesagt bekommen, das kannst du nicht, das, was von uns gefordert wird, wird ja nur, sage ich mal, in eine Richtung alles gelehrt, Fakten, Wissen, also nicht mehr das Weibliche, dieses Intuition, dieses, was man viel noch mehr mitbringen kann. Und dadurch entsteht ein verletzter Selbstwert und dadurch auch wiederum dann der Mangel. Also dieses, ich bin nicht gut genug und dann versucht man natürlich, das im Außen zu kompensieren. Ja, absolut. Und was würdest du sagen, wie kann man wieder mehr Gemeinschaft auch in Unternehmen bringen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Indem wir wieder gemeinsame Werte leben. Also, wenn wir anfangen, okay, und dieses matriarchalische System mehr zulassen, also die weibliche Kraft. Weil die männliche Kraft, das Patriarchalische, ist ja diese Gewinnorientierung, dass der Einzelne sich hervorhebt. So, und das Matriarchalische ist, die Gemeinschaft zu nähren, sich gegenseitig anzuerkennen. Ist ja wie eine Mutter, es geht ja nicht darum, dass die sich da als Mutter gesehen werden will, also wie der Vater, der nach Hause kommt. Ich will jetzt nicht jetzt polarisieren, aber dass die Mutter ist die nährende Funktion. Die schaut, dass es allen gut geht. Die Mutter hat eine Intuition, also wer braucht was? Und genau das braucht es jetzt in Unternehmen, dass wir das wieder mehr zulassen. Diese Nachhaltigkeit, dass dieser Kreislauf eines Kapitalismus ist wichtig. Ich will ja nicht sagen, ich habe ja auch BWL studiert und finde es gut, aber der muss natürlich sein, dass da wieder ein Rückfluss passiert und nicht, dass die Reichen sich noch mehr bereichern. Also hier verdient ein CEO um die 30 Millionen. Das ist abartig. Ja, genau. Und Jeff Bezos oder Amazon, die zahlen keine Steuern. Also es gibt keinen Rückfluss mehr in die Gemeinschaft. Und es ist alles auf Kosten der Gemeinschaft gelaufen. Auch die Naturressource wurde ausgenutzt. Und ich glaube, da ist es, und ich bin der Meinung, die Frauen werden die Welt retten. Wir brauchen die weibliche Kraft, die nach Nachhaltigkeit schaut, die nach dem, ja, das gegenseitig anerkennen und füreinander sorgen im Einklang, im Fluss. Das ist wichtig. Absolut. Und Und das da, ja. Wachstum ist ja auch irgendwann zu Ende, ja. Also das war so schön bei dem Podcast zum Thema Feng Shui, ja. Das hört sich ja manchmal so banal an, aber da sind so essentielle Punkte angesprochen worden. Und sie sagte, ein Baum wächst auch nicht irgendwie bis Ultimo oder eine Pflanze. Die wird immer dünner und dann irgendwann bricht das und dann ist es vorbei. Und genauso ist es ja auch mit dem Wachstum in der Gesellschaft, wollte ich schon sagen, in Firmen, in dem, ach Gott, mir fehlt das Wort gerade. Ja, Eigentlich ist es aber. beim Englischen immer nur so, aber jetzt beim Deutschen sogar auch. Ja, aber du weißt, was ich meine, Ja, ja? aber Konkurrenz und Wachstum sind auch wichtig. Ich sage nicht, dass sie schlecht sind, weil sie treiben uns ja, sie sind ja Innovatoren. Aber sie sollten gesund sein. Also nicht vernichtend gegen den anderen, sondern in einem gesunden Wettkampf, das ist auch was Schönes. Ja, aber nochmal, ich glaube, Organisationen brauchen mehr die weibliche Kraft, die einfach dafür sorgt, das Gemeinsame. Für im Unternehmen, aber auch für die Kunden, dass man sich zusammensetzt. Was ist denn wichtig an Werten? Also, welchen Wert wollen wir leben? Nachhaltigkeit, okay. Und dann auch ordentlich produzieren für den Kunden, dass er auch wieder ordentliche Produkte bekommt. Und nicht nur kapitalistisch und alles, ja, billig, billig, billig. Also, ich glaube, Absolut. das ist ja die Zukunft. Da gibt es übrigens auch ein Buch, das ist Warum Frauen die Welt retten werden. Echt? Sehr Okay. lebenswert, ja. Oh, wie schön, absolut. Und hast du ein Beispiel, bei welchen Themen wir uns jetzt so als Gemeinschaft nennen, als Cultural Creator, wie wir das werden und also Vorbild sein können? Also wie können wir Vorbild sein? Ja, indem wir jetzt selbst anfangen, unser Potenzial einfach zu identifizieren. Also nicht mehr erstmal aus dem Mangelbewusstsein rausgehen. Und jedes Mal, wenn wir nichts sagen, wenn wir
Dass wir einfach schauen, was bringe ich denn eigentlich mit in die Welt? Und da können wir uns auch gern fragen, was wir als Kinder gern gemacht haben, weil da steckt ja auch unser Potenzial. Und dann auch zu schauen, was sind denn unsere Werte, also mein eigener Wert. Viele kennen ihre Werte eigentlich nicht wirklich, weil der Wert ist ja dein Kompass. Dass du dir bewusst wirst, willst du diesen Wert wirklich leben? Ist er dir wichtig? Oder wo sind Wertekonflikte? Und dann, was ist es mir wert, eine Individualität aufzugeben? Also man kann nicht nur, Individualität, ja. genau, man kann nicht nur meckern und sagen, oh, irgendwie mal die Welt, sondern man muss auch mal schauen, hey, was kann ich dazu beitragen und was gebe ich auf? Und wie möchte ich von der Gesellschaft gesehen werden? Ist auch eine wichtige Frage. Ja, da Und kommst auch auch so. zuhören, zuhören, sage ich. Hört zu den Menschen. Nicht einfach nur, ah ja und so, sondern fragt sie nach ihren Motivationen, nach ihren Ängsten und erlaubt Unterschiedlichkeit, erlaubt Diversität. Und dann kann man wieder für Neues sich öffnen Und und wächst zusammen. du sprichst ja auch das an mit der Einfachheit oder dem Minimalismus, ja. Und viele sehnen sich ja gerade nach Einfachheit, da wird es auch bald einen Podcast zu geben. Und das ist aber dann, ne, wenn du in die Einfachheit mehr kommen möchtest, dann brauchst du auch, dass du abgibst, ja. Also, dass du dich eben löst, sei es vom Konsum von Kleidung, den neuesten Trend zu anderen Dingen brauche ich den noch. Allein schon dieser Informationskonsum, diesen Informationsüberfluss, den wir ja haben, ist ja sowas von ungesund. Und deswegen, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und Einfachheit finde ich so schön, zum Beispiel Aldi. Da gibt es nur wenig Produktauswahl, ich gehe da gern rein. Da gehe ich einfach rein, schaue zack, 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 zack und gehe wieder raus. Wenn ich hier in den USA in den Supermarkt gehe, ich brauche 2 Stunden, bis ich meine Produkte gefunden habe. Das Weil da ist so wie eine bei Flut, Edeka in Deutschland. ja, das ist so eine Ähnlich wie Flut. Edeka. Ja, yes, Dabei absolut. brauche ich doch nur ein Same, Produkt. same. Ja. Also allein schon, wenn du so ein Nudelregal gehst, das sind ja 10 Reihen gefühlt mit Nudeln. Okay, es sind vielleicht nicht 10, aber du hast, ne, wie viele Nudeln du in so einem großen Edeka, ich will keine Werbung machen, ja, in so einem Edeka hast. Das ist doch Überforderung pur. Also mir fällt es auch so schwer, in solchen Läden einkaufen zu gehen. Und Ja. eine Überforderung an die Umwelt. Ja. Nehmen wir den Joghurt. Der Joghurt aus dem Norden wird nach Süden gefahren und der Joghurt vom Süden wird in den Norden in die Supermärkte gefahren. Brauchen wir das? Ja. Ich möchte noch mal kurz zurückgehen auf das Thema Werte. Wie finde ich denn meine eigenen Werte heraus? Indem du mit dir sinnierst. Also ne, Werte ist ja unser Kompass. Also, und ich finde es gut, wenn man zum Beispiel einen Zettel nimmt und einfach mal draufschreibt, was ist dir denn eigentlich wichtig? Also Partnerschaft, Gemeinschaft, Geld. Es gibt ja hunderte von Werten oder zum Beispiel gesehen werden, Anerkennung, Ruhm. Und da kann man sich Spiritualität, Spiritualität, Religion und ja, so weiter. genau. Also gibt es ja wirklich sehr, sehr viel. Ja. Und da kann man einfach sich auch mal so auf Zettel draufschreiben, also jeweils einen Wert auf ein Blatt und sich da mal draufstellen, umgedreht. Und dann schaut man mal, wenn man sich draufsteht, wie denn der Wert gelebt wird. Oder man kann eine Werteaufstellung machen. Das kann man bei dir natürlich machen. Oder bei Und dir. ja, Ja. also viele Menschen sind sich nicht bewusst, welche Werte sie eigentlich leben. Oder wo sie auch Ja. Wertekonflikte haben. Und Ja. es geht ja, man kann auch 2 Werte haben. Es sind nicht entweder oder, sondern der Wert und. Ja. Und Werte sind ja der Treiber für Motivation. Und wichtig, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist, wie viel kann ich meinen Wert leben gerade? Und dann auch was zu verändern da drin. Oder als Gemeinschaft zu sagen, hier, wir sind eine Arbeitsgemeinschaft und die Werte, die wir leben, also man kann sagen, die Gruppe sagt, das sind unsere Werte. Wir können die gar nicht leben. Was können wir denn verändern, damit wir sie leben können? Und so finden wir wieder zueinander. So können wir uns wieder ausrichten und sage ich, towards a vision. Also können wir uns wieder, ich kann kaum noch Deutsch, können wir uns wieder auf eine Vision orientieren, die uns natürlich Freude und Spaß bringt im Herzen. Ja, absolut. Ich musste so lachen, weil du sagst, du kennst kaum keine Deutsch. So ist es bei mir im Englischen. Ich war das letzte Mal froh, als Bruce Lipton einfach nur Vollgas gegeben hat. Und ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Fragen stellen können. Das war's. Deswegen alles fein. Was kann ich denn ganz persönlich für mich tun? Also, ja, was wir vorhin besprochen haben, für sich schauen, was mein Potenzial, was sind meine Werte, inwieweit will ich mich einbringen in die Gemeinschaft.
Lebe ich aus dem Mangel oder aus der Fülle heraus? Und schließe ich andere Menschen aus? Wichtig. Also dieses Mobbing-Thema. Und ja, wie viel bin ich bereit aufzugeben auch? Also ich glaube, und dann auch den Dialog zu suchen mit anderen Menschen. Also was man gemeinsam denn zusammen kreieren kann und gemeinsam aufgeben kann. Das sehe ich Ja, so. Ja, und das Zuhören natürlich. Ah, ja, klar, wir müssen natürlich auch zuhören, sonst kriegen wir es nicht raus. Und nicht einfach eine Regierung überlassen. Weil dieses Mal können wir in dieser Energiekrise selbst handeln und nicht warten, bis jemand uns Yes. Regeln auferlegt. Weil dann sind wir wieder im Opferverhalten. Sondern wenn wir selbst sagen, hey, wir können das, wir tun uns gegenseitig anerkennen. Wir machen, der eine macht es, der andere macht es, wir erkennen unsere Ängste an und dann, ja, dann funktioniert, dann ist das eine gute Übung eigentlich. Ja, und in einem erhöhten Bewusstsein brauche ich mir noch nicht mal Geld, weil wir wissen uns gegenseitig wertzuschätzen und das, was wir mitbringen, ne? Absolut. Ja, total. Wenn ich das manchen mal erzähle, so von wegen, dass ich daran glaube, dass wir auch ohne Geld leben könnten, das ist bei vielen noch so weit weg und das ist ganz schade, weil bei mir ist es sehr nah dran. Also wenn, ne, wir diese Schritte eben auch gehen. Und du sagst ja auch dieses, dass wir darauf achten dürfen, wo wir selbst eben noch andere ausschließen. Und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Denn das erleben wir doch öfter als gedacht, ja. Sei es allein nur mit Gedanken, ja. Das muss ja gar nicht immer im Handeln sein, denn Gedanken kommen ja auch immer wieder an. Wo bin ich noch im Bewerten? Wo stecke ich jemanden noch in die Schublade und so weiter? Das ist in Und meinen Augen ganz, auch ganz wichtig, wir ja. schließen vor allen Dingen diese Menschen aus, die anders denken. Ja, Und ganz genau. die eine andere Angst haben. Wir haben alle Angst irgendwo. Oder Anteile von uns, sagen wir so. Ja, natürlich, Anteile Ja, von uns. Und glaube ja. ich, erst durch die Kraft der Gemeinschaft können wir große Krisen rocken. Ja. Und das ist ja auch das Schöne, eben in allen anderen Menschen, die so um uns herum sind, uns selbst ja zu erkennen, ja. Die Facetten, die wir ja eigentlich selbst sind. Und Absolut. deswegen ist es so schön, auch Gemeinschaft zu leben. Und das aufeinander eingehen, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Immer wieder zu schauen, ja, okay, was ich, habe ich denn da gerade gesagt? Und auch zum Beispiel, das ist ja auch nochmal so ein Thema, dieses, verletze ich denn den anderen? Das bedeutet nicht, dass ich nie jemanden verletzen werde, wenn ich irgendetwas äußere, aber ich kann achtsam damit sein. Ich bin nicht zuständig für den Schmerz des anderen, weil die Verletzung ist ja schon alt, doch ich kann ein bisschen achtsamer damit sein, wie ich etwas äußere. Und da gibt es ja auch, du hast ja Kommunikation erwähnt, verschiedene Formen der Kommunikation und wie man achtsam kommunizieren kann. Ja. Achtsam und bewusst, ja. Was sagst du, Will? Welche Gemeinschaften wären denn für dich wichtig zu überdenken in ihrer Vorgehensweise? Also, zumal, also ganz wichtig ist jetzt die Organisationsgemeinschaften, also dass wir mehr weibliche Kraft zulassen und dass wir auch die Männer mitnehmen. Ich will nicht die Männer ausschließen. Ganz wichtig. Beide Kräfte sind wundervoll, Auf aber sie müssen in. Augenhöhe. Ja, und sie müssen in Harmonie, in einer Balance schwingen. Und wenn der Mann auch versteht, warum, wie die weibliche Kraft funktioniert, dann ist es auch einfacher, es anzuerkennen. Weil zum Beispiel ein ganz banales Beispiel. Der Mann, also die männliche Kraft, ist sehr faktenorientiert. Titel, Fakten, diskutiert nicht gerne. Also deswegen werden ja Probleme eher von der Mutter gelöst. Man, nein und so. Und die weibliche Kraft, die ist intuitiv. Die ist über Geschichten. Also da fragt man nicht, was ist dein Job oder der Titel ist nicht so wichtig, ist mehr, was hast du denn erlebt? Und Ideen kommen bei von der Frau aus der Intuition heraus. Und zum Beispiel in der männlichen Kraft ist es mehr aus den Fakten heraus. Das mehr wird eine Studie aufgegeben, zum Beispiel für eine neue Produktentwicklung. Die weibliche Kraft sagt, hey, ich habe die und die Idee. Wenn aber der Mann versteht, dass die Intuition genauso gleichwertig ist und zum gleichen Ergebnis führt, nur anders, dann fühlen sie sich auch nicht mehr so hilflos. Und dann können sie auch miteinander in die Sachen entwickeln. Und ich glaube, das ist jetzt der nächste Schritt, der ganz, ganz wichtig ist, dass wir aus diesem Kapitalistischen rauskommen, mehr in diese Nachhaltigkeit für unsere Umwelt. Und auch für natürlich, also, dass die Frauen wieder mehr in ihre Fülle kommen und ihr Potenzial. Ja, und es Und wirkt ja auf beide, ne? absolut. Beide, sind auch Männer sind ausgebrannt. Also es ist ja nicht so, dass die das noch weiter wollen.
Viele Männer, die ich kenne, die sagen, die fühlen sich so unter Druck, in diesem System zu laufen, in diesem kapitalistischen, in diesem Gewinn und ich muss, und die wollen das nicht mehr. Die wollen wieder in ihre Kreativität, auch in ihre Intuition. Die bringen das ja auch mit. Wir haben ja beide Kräfte in uns, aber eine Kraft wurde halt dermaßen unterdrückt. Ja, und das Zweite, was mir wichtig und Anliegen ist, ist die Bildungssysteme. Also, dass die Kinder in der Schule lernen, in ihr Potenzial zu finden und nicht mehr hier wie so ein Funnel, also wie so ein Trichter, einfach nur durchgenudelt werden und dann hinten so wie kleine Roboter oder Cupcakes rauskommen und alle gleich aussehen. Sondern dass wir da, wenn wir da, wie jeder in seinem Potenzial ist, der kann das sich besser einbringen und bekommt auch den Rückfluss wieder dafür. Und natürlich Mutter Erde, also die, dass wir lernen, die Erde gehört allen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Die Ressourcen gehören allen. Wieso darf Russland das Öl haben? Das ist ein Geschenk von Mutter Erde an alle. Aber da braucht es noch sehr viel gemeinschaftliche Entwicklung, dass wir da hinkommen. Und dann hat jeder genug. Also, ja. Ja, es ist ja auch von allem genug da. Nur wir müssten es einfach mal gerecht verteilen. Das ist es ja. Und der Unterschied ist immer wieder, dass ein Teil der Erde in totaler Gier ist und der andere Teil der Erde eben im absoluten Mangel lebt. Also ich rede jetzt nicht nur von dem inneren Mangel, ja, sondern wirklich auch von einem äußeren Mangel. Und irgendwann sucht die Erde nach Ausgleich oder das Absolut. Universum oder ne, wie auch immer du das siehst. Aber das Schöne ist, das Einzige, was man nicht kaufen kann, das ist Liebe. Das kann jeder haben. Jeder. Egal auf welchem Kontinent. Und wenn wir da wieder anfangen, als Gemeinschaft diesen Wert mehr zu leben, dann können wir Großes erreichen. Und dass die Menschen auch dass sie sehen, sie können nur glücklich sein, wenn sie ihr Herz öffnen, wenn sie wieder in die Liebe gehen, wenn sie ihre Werte verändern. Also vom Geld hin zu anderen schönen Werten. Absolut. Sich verletzlich zeigen eben auch, ne? Richtig, absolut. Ja, sonst funktioniert es nicht. Wie können wir denn schon morgen anfangen, Cultural Creator zu werden? Ja, also ich habe da ein ganz einfaches Beispiel. Ist zum Beispiel, ich gehe sehr gern spazieren, also 5 bis 10 Kilometer am Tag. New York ist ja perfekt dafür. Und als ich in Neuseeland war und da spazieren war, hat meine Schwester immer Hi Cat gespielt in der Nachbarschaft. Also wer zuerst eine Katze sieht, der sagt Hi Cat. So, und das war dann so ein richtiges, so eine Competition. Als ich in New York war, habe ich das mit den Pennies gespielt. Also wer findet am meisten Pennies, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Frau spazieren gehe? Und wir haben schon über $400 in 3 Jahren. Und jetzt, ja, das sind viele, viel Geld liegt auf der Straße. Es hat Ein richtig Spaß fairer gemacht. Flug von New York nach Frankfurt. Ja, mittlerweile nicht mehr. Ja, vielleicht nicht mehr. Und so, und jetzt habe ich mir gerade fast vor 2, 3 Wochen überlegt, es gibt da noch mehr als Pennies zu sammeln. Und er sagt, hey, ich kann einen Beitrag an die Gemeinschaft leisten, wenn ich Lächeln sammle. Also Connecting, the Connecting Race. Und jetzt spiele ich das mit meiner Frau. Also wer kriegt mehr Lächeln von den Menschen? Und das ist so schön, weil wenn ich abends dann reflektiere und im Bett liege, ich denke heute noch an das eine Lachen von dem Mann im Park oder von der Latina, die mir so über die Backen gelacht hat. Das ist so nährend. Und dann setzen wir einen Samen. Und ich glaube, das können wir morgen schon anfangen. Einfach jemandem ein Lächeln schenken und schauen, wie viele Absolut. Lächeln ich am Tag bekomme. Direkt schon heute, jetzt Richtig. sofort. Das sind ganz kleine Schritte. Ja, und dann auf jeden Fall noch, also dann haben wir ja vorher schon drüber geredet, die Werte und was man leben will und was man einbringen kann. Oh, das mit dem Lachen ist so eine schöne Idee, absolut, ja. Und es führt auch in so eine Dankbarkeit hinein. Und da sind wir ja auch wieder auf den höheren oder sehr hohen Bewusstseinsebenen. Wirklich Dankbarkeit, Liebe, bedingungslose Liebe. Hier Man ohne, erkennt sich ne? wieder. Wir sind ja aus Ja. der Einheit in der Trennung. Und dadurch, ein Lachen ist schon wie so eine Verbindung. Ja, das Wiedererkennen. Oh, wie Absolut. schön. Vicky, ich weiß nicht, was wir früher mal waren, aber Schwestern Minimum, würde ich sagen. Es fließt mit dir. So schön. Ich danke dir, dass du da mit eingetaucht bist in das Thema und wir da ein bisschen breiter mal hineinschauen. Und das ist ein Thema, was mehr und mehr kommen wird. Und ja, dass wir nicht mehr als alleiniges Individuum unterwegs sind. Individuum, ja, das dürfen wir sein. Und doch aber eben auch Gemeinschaft leben. Und dass wir wieder den Nutzen sehen von Gemeinschaft. Und dafür danke ich dir sehr für deinen Input heute. Und ja. Ja, sehr gerne. Und wir hören uns ganz sicher bald wieder. Morgen oder übermorgen vielleicht.
Vielen, vielen Dank, liebe Victoria. Gerne. Ich hoffe sehr, du konntest ganz viel mitnehmen. Und wenn dich diese Podcast-Episode erreicht hat und du glaubst, dass sie auch einen Mehrwert liefern könnte für Freunde, Bekannte, Familie, dann teile sie super, super gerne an deine Liebsten. Und wenn du Lust und Laune hast, gib mir gerne eine Bewertung auf iTunes, auf Spotify oder auch auf YouTube. Und by the way, darf ich das mal sagen? Darf ich mich mal beschweren? Ich habe lange keine Rezension mehr bekommen. Aber gut, ich kann es nachvollziehen. Es ist eine Informationsflut hoch 10. Dazu wird es sehr zeitnah auch wieder eine Podcast, was heißt wieder, zum ersten Mal eine Podcast-Episode geben. Das nächste Mal geht es in erster Linie um das Thema Mangelbewusstsein. Du darfst dich drauf freuen. Namaste und Satnam, deine Nadine.